So. Oh. Ja, ihr habt perfekt die Aufnahme gestartet, sehr schön. Wir machen weiter. Brauche ich meinen So gar nicht sagen. Und Zinni ist dabei. Wir haben gerade, sind gerade gewechselt zu Skeld, dann kam Zinni und dann sind wir jetzt wieder zurück zu Podos gewechselt. Das heißt, es bleibt alles, wie es ist. Es wird sich hier nichts dran ändern. Und Zinni ist jetzt da. Sehr schön. Das waren spannende Background-Geschichten mit Absolut. Wir Coventry starten Abner. einfach direkt rein, bevor hier wieder jemand verschwindet und wir wieder sieben sind. So. Das war auf jeden Fall ein richtiger Zinni-Signature-Move. Zinni hat In uns dem Moment, gerettet. wo der neue Server gestartet war, kam Zinni So, perfekt. Also, wir sind wieder rein. acht Leute, damit 6 gegen 2. Das ist schon wieder machbarer. Zinni kennt die Map auch. Insofern hat er jetzt keinen Nachteil. Dann gehe ich doch gleich mal scannen. Dann zieht es auch jemand gleich zufällig. Sieht keiner zufällig. Schade. Da ist Rasierer. Da ist jemand anders. Da ist auch jemand anders. Lul. Muss ich vor dem Angst haben oder kann ich einfach Licht machen? Vor allen? Okay, Oha, also ist tot. das war Conan, Das war Mut, Veit oder Nico? Conan ist tot. Ich bin Conan ein war es nicht oder Wettkampf. Nico? Also Ich wir bin standen ein halt Wettkampf gerade in den alle Raum vor den Das Leichen, war haben die jetzt gefixt und interessant. einer hat dann einfach in den Stack gekillt. Nico ist einfach rein. Wer war jetzt noch außer mir und Con Ja, da? es war ein Stack-Kill. Nico, Ich war auch offenbar. noch da. Dann Nico ist warst ich du habe rot, rein. ich habe rot, schwarz, ich habe rot und schwarz gesehen. Ich Naja, bin oder mir nicht sicher, ob da noch jemand Xeon hat war. ja Ja, ich war auch noch sehr dabei, viel glaube Achso, ne, ich. dann Der kann ich war das ein sein. Fiese. Wer hat gerade gesagt, dass er noch dabei war? Sorry, ich habe die Stimme nicht Ich erkannt. glaube, Rasierer. Okay, Rasierer, ja, okay. Was, ihr wart alle da? Ja, Rasierer war also wir waren zu da. Wir viert waren da, also alle da. Rasierer, Nico, Veit und ich. Ja, und Um Conan mich offenbar. mal Und Conan, ja, Conan ist umgefallen. aus der Schusslinie rauszunehmen, ich würde mich im Leben nicht trauen, in dieser Menge jetzt jemanden Das umzubringen. glaube ich dir, das glaube ich dir aufs Wort, aber Ja. den Das, anderen dreien halt nicht. Die anderen ja. drei Ja, nicht. einer von uns muss es Das ja ist. gewesen sein. Also, ich sag mal, Dani, Zuni und Counter, wenn die jetzt sagen, die waren wirklich nicht da und ich habe die da nicht gesehen, dann sind die auf jeden Fall für den Kill clear. Also Ja, ich war die habe ich draußen auch und nicht hab. gesehen. Tony habe ich vorher noch gesehen, wie er woanders hingegangen Also ist, ja. ich hatte Counter noch beim Laboratory gesehen, aber der ist offensichtlich nicht mit uns nach links gekommen. Wo war das mit der Le wo lag die Leiche jetzt? Ich dachte Electrical. Vor Lights. Also wir standen quasi gerade zu fünft vor Lights und haben Ja. das gefixt und als wir fertig waren mit dem Fixen, lag Ja, Conan da okay. tot. War da so viel Zeit von. Ja, okay. Offenbar von Ja, das Laboratory. war, Ich während habe wir euch alle gerade den nämlich. Screen offen hatten, hat einfach einer auf Kill gedrückt. Das war natürlich Ja, richtig okay. clever. Das macht Sinn, ja. Also ich habe bisher nur die Ah. beiden Tasks beim, wie heißt das Ding, bei diesem Health-Meter Teil gemacht. Da habe ich zwei Tasks und ich habe niemanden gesehen. Irgendjemand am Anfang? Ich glaube Counterfight, ja. Ich habe Also, bis wie jetzt nur gesagt, diese ihr könnt Task halt gemacht nichts mit gesehen haben, dieser. weil wir standen halt zu fünft Ja, und einer okay. von uns war's. Counter oder Also. Fight? Counter oder Fight? Voll. Wir müssen ja auch noch niemanden wählen, oder? Nee, müssen wir nicht. Nee, ich kann jetzt auch nicht. Also, Genau. vorhin habe ich dann auch gesehen, wer in der Nähe war bei dem Stackkill, aber jetzt waren wirklich alle Wie er sich aufeinander. Das freut, wie er sich ist freut. Der viel zu Vorteil, wenig dass Information, wir ja. 2 zu 6 sind, Wie er sich ist, dass freut. wir Aber ja, ist Respekt an den klar. Das ist Imposter. zu Auf jeden Fall Respekt, ja. Respekt an den Genau. Imposter, ja. Meint, sie wissen jetzt auf jeden Fall, dass es einer Ich bin ein Geist von und den Vieren Respekt sein an Aber auch schon muss. wieder klar, dass weißt du, in so einer Masse, da stehen 5 Leute, ist doch klar, dass Colin gekillt wird. True Story. Da kann ich mir in Ruhe schön meine Geschichten hier machen. Ist doch auch was. Wir haben eh noch richtig viel zu tun. Also wirklich richtig. Och ne, der Download ist auch wieder dabei. Ah, wer wird der andere sein? Das ist die Frage. Wer ist der andere Imposter? Wir wissen Nico, aber wer ist der andere Imposter? Cindy guckt Kamera. Ist er schon fertig mit seinem Zeug? Glaube ich nicht. Doch keine Zeit hier zu verlieren.
Ich will mal kurz eine Frage stellen. War gerade zufällig jemand in Specimen und hat jemanden von oben reinkommen sehen? Ich war ein Specimen, habe aber jetzt ich mich nur auf meine Quatsch. Task gemacht und habe jetzt jemanden reinkommen. Ich okay, also der Kill war in Laboratory und ich bin von links gekommen und mir ist niemand entgegengekommen. Also muss der muss nach Specimen gegangen sein. Oh. Aber wenn du auch niemanden gesehen hast, dann war der wohl noch dazwischen. Ja, der ist wahrscheinlich muss jetzt der nach, gerade der nach Specimen? Zwischen uns beiden. Muss er? Also, ich bin von links gekommen und mir ist niemand entgegengekommen. Also gut, es kann natürlich auch sein, dass er noch rumstand im Dekon oder sowas, aber er muss auf jeden Fall irgendwo zwischen oben rechts und Specimen gewesen sein. Also Xean, wir haben ja zusammen den Mülltask da haben wir gemacht. Ja. Und dann wollte ich dir eigentlich auf den Fersen bleiben, um irgendwie zu clearen, ob du jetzt, also dich wirklich zu clearen so. Ja. Und dann habe ich dich aber verloren und ja, ich war zur Office zurückgegangen. Nico kam mir auf jeden Fall von oben in Richtung Laboratory, kam er mir entgegen. Okay. Ich weiß nicht, ob er da wenden also kann oder so. Es könnte maybe sein. Also meine Begründung ist halt, ich war bei Vitals und als ich bei Vitals war, lebten noch alle und dann bin ich straight zu Laboratory gegangen und dann habe ich da eine Leiche gefunden. Dann war ich wahrscheinlich kurz nach dir bei Vitals und ich habe gesehen, dass Schwarz tot ist. Okay. Weil ich bin vom Vitals direkt zu Laboratory gegangen und nochmal, mir ist niemand entgegengekommen. Deswegen war halt meine Theorie, dass der nach rechts, also zu Specimen gegangen sein muss. Nur eine Theorie. Ist nach links gegangen und nicht nach rechts, oder? Dann ist. Ich war Southwest. Wann hast du denn. Wie meintest du, hast du rauskommen sehen, Nico? Ja, genau. Nur eine Theorie. Wann hast du ihn rauskommen sehen? Wann? So, er war direkt jetzt hinter mir gerade. Ich bin vor ihm geflüchtet, ne, durch an Vitals vorbei, Office und so weiter dadurch. Und dann kam der Report. Also ich nur kam eine Theorie. Auch raus. Ich finde das halt auch komisch, weil ich. Nee, sonst sag ruhig direkt alle Türen. Ich kam ja aus Richtung Laboratory. Ich war bei dieser Rakete da oder wie auch immer das heißt, wo man diese Dinger klickt. Und dann bin ich ja Richtung Vitals eigentlich gelaufen, deswegen wundert es mich ja. Ich habe zwar Dani gesehen, aber Xean halt nicht. War das Nico? Ich habe dich auch nicht? Überhaupt nicht gesehen. Ich habe Xean gesehen, also der war auf jeden Fall da. Und wo lag die Leiche jetzt genau? Im Laboratory oder? Die Leiche lag im Laboratory neben diesem, neben dem Teleskop. Was ist denn, also das wäre jetzt eine Theorie. Ich hätte halt gedacht, ich glaube, es muss Nico sein, oder? Ich glaube, mittlerweile ist es Xean, weil ich. Das Ding ist halt, ich habe Nico überhaupt nicht gesehen. Ich habe Nico überhaupt nicht gesehen. Na, guck mal, er könnte ja rausgewendet sein aus dem Laboratory. Deswegen ist er mir dann da auch Vitals entgegengekommen, als ich da rausgegangen bin. Wäre auch nicht, dass du es nicht warst. Ich war gar nicht dahin. 17 Sekunden, wir müssen wählen. Ich war gar nicht dahin. Ich denke, es ist Xean. Dann vote ich Nico. Ich denke, es ist Xean, weil. Wir müssen alle auf einen gehen. Also ich bin's nicht. Dann vote ich Nico. Zuni, wen hast du gewotet? Ich hab Nico gewotet. Okay, sehr gut. Boah. Wollen wir jetzt Xean auch noch voten, oder? Ja, das Ding ist halt unsafe, jetzt noch jemanden rauszuvoten, ne? Aber dann ist halt ein Imposter definitiv down. Dann, ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich gerade Obju was geschrieben habe. Okay. Vielleicht schaffen wir jetzt den Task hier, ohne abgelenkt zu werden. Den kennen wir noch nicht. Der ist neu. Was muss man hier tun? Ach nee. Die Scheiße. Oh, ich hasse das so abgrundtief. Weil das ich weiß nicht, es ist so ganz komisch. Ich schaff's ja. Ist ja nicht das Problem, das nicht zu schaffen, aber es steuert sich so komisch. Weiß es nicht. Es wirkt so hakelig einfach. So. Und dann ist das der letzte Task und damit sind wir fertig. Sehr schön. Dann können wir jetzt Nico folgen, weil der ist ja sicherer Imposter. Wo ist Nico? Oh. Okay, den haben sie rausgevotet. Alles klar. Habe ich nicht aufgepasst. Haben die jetzt Nico rausgevotet? Was? Hab ich was verpasst? Oh,
Wie weit kann man als Geist hier raus? Kommt irgendwann eine Wand oder sowas? Guck, jetzt hört sogar der Wind, der Schnee auf. Wieso kann man denn da einfach raus? Das ist ja beim Dingens, beim Scanner ist eine Leiche. Das ist ja das wild. Das ist Zuni gewesen. Das heißt, Nico war's. Wo kann es sein? Ja, Nico war's, weil sonst wäre die Runde vorbei. Also, alles gut. Ja, sie haben Nico rausgewählt, okay. Alles gut. Das ist wahr. Hab ich komplett verpasst, Lul. Nicht gewesen, weil er schon da kommt so eine massige war. Entscheidung. Ihr habt es natürlich gesehen und ich habe da gerade Robju was geschrieben. Was? Oh Mann. Hä? Hast du gerade gewotet? Wen hast du gewotet? Ich habe aus Versehen gewotet. Ich habe jetzt aus Versehen. Scheiße. Ich habe aus Versehen Rasierer gewotet, aber. Ja, Cian ist bei dir. Es kann ja Dani sein oder Rasierer. Ich hoffe, also es ist Rasierer. Ich glaube leider, es ist nicht Rasierer, weil der stand zwischendurch mit mir bei Vitals und ist dann wieder weggegangen. Und als Imposter wäre ich da halt stehen geblieben oder so. Aber dann, also wir haben uns eben irgendwie 10-mal gesehen. Eben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du könntest es sein, du hast mich nicht gekillt, ich habe dich nicht gekillt. Ja, ich stand eben unten Admin und habe gesehen, dass zwei Leute im Laboratory waren. Und wer war da? Ja, also ich nicht. Ich war im Office. Also du warst bei Genau. Wie lange ist Zuni tot? Nee, ich war der ist schon eine Weile tot. Also ich war bei den Vitals und bin dann noch einmal um Office rumgelaufen und war dann wieder bei den Vitals und da war der beide Male war der schon tot. Hey, ist die Leiche jetzt gewesen? Ich dachte, die Leiche war bei Vitals. Beim Scanner. Beim Scanner ist die Leiche. Was ist denn der Scanner? Beim Lab. Der Scanner, ganz oben rechts. Task, das ist die Ach Leiche. Ach so, okay. Also ich meine, es könnte natürlich Rasierer gewesen sein. Ich meine, die andere Sache ist, wir könnten jetzt auch einfach skip voten, weil es fehlt literally nur ein Task. Wir können skippen. Ich habe einen Task. Wir können halt wirklich, das beste Vorgehen ist jetzt, glaube ich, wir skippen und wir verfolgen jetzt alle Dani und der macht seinen Task noch fertig und dann freuen wir uns. Ich glaube, es ist trotzdem Rasierer, aber okay. Kann ich mir auch vorstellen, aber letztes Mal. Ja, ich fand es so halt interessant, dass er mit mir aber weiter stand und dann wieder weggegangen ist. Also ich hätte halt erwartet, dass er sonst da stehen bleibt mit mir. Und aber wenn er heuer schon zündig ist. Kann natürlich sein. Hintereinander. Ich muss hier. Achso, wir gehen erstmal mit dir mit. Achso, wir dürfen nicht reden. Das ist das Problem. Rasierer geht anders? Ich dachte, die wollen zusammen gehen. Die gehen zu zweit, aber. Also hier scheint safe zu sein, dann muss der andere jetzt getötet worden sein. Ja, das war mein letzter Task. Ich habe versucht, diese Task zweimal zu machen, aber beides Mal sind immer diese Reports. Okay, es war Rasierer, okay. Ja, wenigstens hatte ich einen schönen Stack. Der Stack. Der war super. War episch. War nice. Du machst Ricardo. Man hat richtig rausgehört, wie du dich gefreut hast während des Gesprächs. Jo. Hat man das? Ja, ich fand schon. Ah. Vor allem, als du gemerkt hast, es wird nicht gegen dich gehen und du kommst mit der Runde raus, wo du dann gesagt hast, es ging schon gegen mich. Ja, aber nicht so. Aber eigentlich hätte man da keinen clearen können. Also da habe ich dann auch schon gedacht, wo dann meinte, naja, ist es bestimmt, keine Ahnung. Achso, ich muss ja, Dings machen. Der andere Kill war deine Ungünstigkeit. Ich glaube, wir sind jetzt auch wieder 9. Wir sind wieder 9, Robju kann mit rein, ja. Ich dachte schon, ich könnte Dani noch überzeugen, dass es Xenon war, der andere. Aber wie denn? Also es war ja... Nee. Hätte ja keinen richtig stichhaltigen Beweis. Ich glaube auch, da war nicht mehr viel zu machen. Xenon hätte ja auch da hingehen können und self-report. Naja, klar, hätte das, ja. Theoretisch ja, aber... Wenn ich recht gehabt hätte. Wie geht das denn? Was ist das denn? Ist das Twitch-Symbol so ein Tier oder was? Das ist von Zuni, ja. Das ist ja richtig wild an der Kiste da. Das hat Zuni doch schon... Abgehängt hat hinter der Kiste. Ah. Ich hatte... Das will zu ihm hin, aber es kommt da nicht vorbei. Ich verstehe. Wieso kann man als Geist eigentlich die Map verlassen? Ich konnte da ewig weit runter. Ja, das ist mir vorhin auch passiert. Du kommst dann einfach mit out of bounds quasi als Geist. Du kannst einfach raus und wird einfach so komplett dunkelblau das alles. Aber das fixen die einfach nicht, also keine Ahnung. Du kannst aber wegfliegen, wenn du willst. Ja. Ich habe aus Gewohnheit nicht Among Us, sondern Isaac gestartet. Man kann auch hier, wenn man sich Ich hatte schon mal einen Glitch, da bin ich nicht beim Office wieder aufgetaucht als Geist, sondern irgendwo anders und dann war ich mitten in der Void.
Und ich bin einfach meilenweit irgendwo hingeflogen. Ich fand, die Map war einfach weg. Kam dann Delirium. Ja. Geil. Ich weiß nicht, wo ich da gelandet bin. Wahrscheinlich irgendwie ganz am Ende vom RAM oder sowas. Ups. So minus 10.000 X oder so, keine Ahnung. Oha. Kann hier schön an den Block langrutschen, rückwärts. Aber wenn wir jetzt 9 sind, musst du wieder was an den Einstellungen ändern, oder? Ja, dann brauchen wir doch einen Task mehr, oder? Ich kann den Kill-Count. Wir können es auch so lassen, keine Ahnung. Kill-Cooldown wieder auf 40 machen. Au, LLGH. Und einen Task mehr, ja. Ja, 9 ist schon gut. 9 und 10 ist am besten. Okay, Alter, was ist denn los? Kollege ist am Start. Kollege Kuhn 88. Haben wir wieder prominente Gäste hier. Absolut. Ja. Okay, also Kollege Robchu, Counter Ricardo. Eieiei. Ja. Breitling an meinem Handgelenk, weibliches Gesangstalent. Ich spreche Leute einfach mit dem Namen an, der da steht, also Kollege und Counter. Ey. Gut, dann starte ich die Runde. Aber streich mich von der Samenbank. Weil im Zweifel... Okay, jetzt geht's los. Im Zweifel geht's los. Waren wir direkt hier oben im Task? Nein, schade. Aber da haben wir eine Task. Was ist das denn? Ach, das ist das Ding. Off Course. Ah, Speedrun hier einfach. Jetzt muss ich hier hin, ansonsten ist hier nix. So. Dann ist da unten. Die kenne ich noch nicht, da gehen wir sofort hin. Das ist eine Task, die kenne ich noch nicht. Ah, das ist das hier. Das ist... Okay, das hatten wir schon mal. Nur irgendwo anders. Oder war das hier auch? Nee, es war irgendwo anders ist das auch nochmal. Okay. Aber wir müssen Benzinkram wieder machen. Dann machen wir gleich Benzinkram. Ach Mensch, jetzt muss ich hier wieder... Okay, machen wir erst den Zeug. Ist da schon jemand drin? Zwei kommen hoch? Okay. Zinni ist hoch und Nico ist hoch. Dani geht zu... Okay. Ich habe gerade ein Türchen geöffnet und dahinter lag ein toter Rasierer. Oha, wo war das denn? Ich hab dich gesehen, wie du das Tor geöffnet hast. Das war der Eingang zur Elektrik. Northwest, da so das, die Tür nach außen. Also ich war gerade die ganze Zeit in Specimen und hatte das ekelhafte Simon Says gemacht und war dann nach Nordosten gegangen. Eingang zu Elektrik, ach da, okay. Oh, Kollege, der Bot ist auch tot. Also wenn der Kill schon... keine Ahnung. Ich habe Nico halt mal, also sehr oft, Zuni, was hast du? Ich weiß aber nicht, wann die Kills waren. Ich kann ihn nicht komplett clearen, aber... Ja, so geht's mir auch. Ich habe Pink auch viel gesehen. Ich habe am Ende Zuni gesehen beim Seismic bla bla bla. Und Dani und Conan und... Vielleicht habe ich auch gesehen, aber ich weiß halt nicht, dass der Kill kann auch schon älter sein, dass da vorher jemand in Electrical war, da könnte das eigentlich jeder gewesen sein. Ich habe leider die ganze Runde überhaupt niemanden gesehen. Das ist so ein bisschen ätzend. Ja, das ist so, wenn man in Specimen geht. Aber natürlich auch ein bisschen suspicious, ne? Eben. Ja, ist klar. Nee, aber wenn du da unten wirklich warst... Ja, Ich habe das Simon Says gemacht, das hat ewig gedauert mal wieder. Das wird schon so eine Kacke. Zuni, was hast du für einen Task gemacht da unten, Southwest? Ich musste bei so einem Baum so 4 Regler hin und her schieben. Ah ja, okay. Ja. Hallo? Ja, gut. Ja, hallo? Ja, keine Ahnung. Conan, hast du irgendwas zu sagen? Du bist ganz ruhig, du sagst gar nichts. Nee, ich weiß auch nichts. Ich glaube, Regiamoto war es. Hä? Das sehe ich aus. Ja. Was wirst? Wahrscheinlich. Reggie war es. Ja, ich war's. Ach, Regiamoto. Das einzige Mal, wo ich Leute gesehen habe, war, wo die gerade zu dem rechten Löffel hoch sind und den... Zum Löffel.
Ich kann nichts sagen. Schalter drücken wollten, den ich schon gedrückt hatte. Ja, Conan kennt nicht den Fachbegriff. Das heißt, er ist kein echter Crewmate, weil als Crewmate wüsste man ja, wie das heißt. Ne, du bist ja ausgebildet. Also ist Conan offensichtlich. Ja, komm, wir wählen Conan. Komm, finde ich gut. Nee, wir können ja noch. Ich habe jetzt Skip gewotet. Ja, same. Ah, und er wählt als letztes, das heißt, er ist definitiv Imposter. Er wartet immer so lange, wenn er Imposter ist, bis er sein Final Vote, weil er immer. Ja, das stimmt echt, ja, weil er immer nicht. Warten, weil er denkt, es kann ja noch was in der Diskussion sich ändern, dass er dann doch irgendwie taktisch voten muss. Also passt auf Conan auf. Gott, ich bin nicht gemutet. Gibt es auch ein guter Name, der nee, du bist nicht geredet hat. So. Weil mir ist Conan gar nicht online. Joop. Und Reggie, sehe ich gerade, ist im Dings mit dabei. Sehr schön. Der kommt dann also als 10. Spieler auch gleich wieder. Das heißt, wir sind gleich wieder 10 Leute. Optimal. Ach, das muss man jetzt, verstehe ich das. Das muss man zweimal hin und her machen. Deswegen war das eine Mal noch nicht fertig. Da ist ja stressig. Gut. Ah, da hinten. Nee, wo ist. Da ist das. Das kennen wir auch noch nicht. Ach, das ist ein Download. Naja, das ist ein Wire. Oh nein, das sind ja dann wieder 3 Stück. Hilfe. Gott, deswegen machen wir erstmal den Baum. Das ist einfach. Wenn wir eh schon da sind, passt das. Dann gehen wir zu Weapons. Zinni. Okay, Zinni Shine-Tasks machen. Ach, das ist wieder die Scheiße da. Ja, Mann. Ey. Zinni! Also doch. Er hat Zinni scheint Tasks zu machen. Boah. Da hat er mich eiskalt ausgetrickst. Von wegen, er macht Tasks. Von wegen, er macht Tasks. Da hat er mich eiskalt ausgetrickst. Weil damit hat er mich eigentlich so, wie ich sagte, so echt, okay, alles cool. Oha. Jo, ich habe mal den Button gedrückt, weil ich auf Vitals gesehen habe, dass wir nur noch 5 sind. Damit, wenn jetzt einmal getötet werde, dann, ja. Hä, aber Conan ist doch schon raus. Wie, Conan ist raus? Was? Hä? Stimmt. Ach so. Wir haben noch keinen rausgevotet, das heißt, es müssen 2 übrig sein. Wir haben keinen gevotet, richtig. Okay, ich kann schon mal sagen, dass Nico wirklich hier safe ist, weil ich habe gesehen, wie Dani und er, einer von denen hat auf jeden Fall die Shooting-Task gemacht. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber... Also ich sag mal, Dani ist schon sagen, dass Nico clear ist. Und wenn du jetzt Nico clear, dann würde ich fast auf dich und Nico tippen. Du hast Nein, ey, erstmal ganz ehrlich, wenn ich im Poster wäre, hätte ich jetzt nicht diesen Emergency-Button gedrückt. Eben. Ja, gut, dann ich vertraue eigentlich nur Fight, ehrlich gesagt, weil ich am Anfang ziemlich lange mit ihm zusammen war und der hätte mich killen können. Wieso sollte Zinni sein? Sehan hätte mich auch killen können. Aber I don't know, wenn es jetzt Nico nicht ist, muss es ja einer von euch sein. Ich würde sagen, dass schon mal Zinni ist. Also ich bin der Einzige, der eben oben rechts das... Zinni habe ich die ganze Runde nicht gesehen. Ich bin der Einzige, der oben links war. Ja, ich habe dich auch da... Ja. Ich habe Zinni da hochgehalten. Ich hatte am Ende mit Ricky Weyers gemacht gehabt. Ich habe schon mal Zinni gesehen, aber... Daran erinnere ich mich noch. Fight ist mein Tipp. Ich habe irgendwie so überhaupt keine... Und, also am Anfang war ich mit Fight zusammen, am Ende war ich mit Ricky zusammen und zwischendurch hatte ich noch einen Task im Weapons gemacht. Also ich hab jetzt wo Counter mich so sehr bezichtigt des Mordes, würde ich fast auf ihn tippen, weil Zöni bin ich mir relativ sicher, dass er oben links eben das Teil da wieder angeschaltet hat. Ich habe oben
rechts das Teil angeschaltet und war auch sonst kein Schwein da. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er nicht sass ist. Also ich bin jetzt, ich wähle meinen Namenskollegen. Wir wissen ja, dass das ist, aber das können ja. Die Spieler nicht. Ich wähle nicht Veit, ich wähle entweder Zinni oder Cihan. Ich glaube, Veit hat sich, also das ist sehr ehrlich, hörte ich. Ja, aber das Ding ist, wir müssen jetzt alle denselben voten. Also ich würde jetzt aus der Basis auch auf Counter voten, weil sonst haben wir keine Chance mehr gegen Imposter. Zinni oder Cihan voten. Ja, ich würde eigentlich, also ich weiß nicht. Ich hab jetzt auch Counter gewotet, weil wir haben sonst keine Chance mehr gegen die Imposter. Ja, und wenn wir jetzt unsere Votes splitten, weil wir sind ja nur drei Innocente. Wer hat jetzt wen gewotet? Ich habe Zinni gewotet. Ich habe Counter gewotet. Ich habe Counter gewotet. Ja, dann haben wir verloren. Oder es gibt keinen Imposter, also es gibt nur einen. Nee, warte. Das halte ich für unwahrscheinlich. Nee, wir haben verloren. Ich glaube, Runde Nico, ohne. Komm, ich glaube, es sind Zinni und Cihan, aber... Ja, es sind Zinni und Cihan, Nico, ich weiß, aber ist jetzt egal. Aber jetzt ändert es nichts mehr, jetzt kann ich auch Counter voten. Veit ist halt immer so. Veit ist immer so, der wählt immer die Falschen, wenn er hier Crewmate ist. Ja. Das ist klassischer Fall. Manchmal ist das halt so. Wenn gewotet haben, ist eh vorbei, ja. Ne? Weil dann ist 2 gegen 2, dann ist durch. Es hat sich jetzt keiner dazu... GG. Aber Masterplay. Okay. Masterplay war doch super. Zinni hatte keiner auf dem Schirm. Es hat auch so kein Schwein sich jetzt doch, dazu bekannt. Ich hatte Zinni auf dem Schirm, weil Zinni einfach nicht in Erscheinung getreten naja, ist. Naja, Counter hatte, also Veit hatte ja einen guten Grund, Zinni zu vertrauen und Xehan hat irgendwie niemand verdächtigt und Xehan hat dann irgendwie erst so richtig das Wort erhoben, als es dann gegen Ricky ging. Ja, und ich hatte erst Angst, als Zinni mir hinterhergelaufen ist. Am Ende klar. Und dann dachte ich so, okay, nee, der geht Task machen und hab gedacht, okay, bin ich beruhigt, kann ich in Ruhe auch meinen Task machen, läuft er mir hinterher und killt mich. Ja, ja aber wer hat denn oben links dann eben das Teil da wieder angeschaltet? Hat ja kein Schwein jetzt gesagt, dass da das kann der Imposter ja auch machen. Ja, das kann ich nicht. Meine Kills hat halt keiner gesehen, weil ich hab einfach ins Specimen gecampt und immer gewartet, bis einer reinkommt und hab den dann gekillt. Ja, das hab ich mitbekommen. Und hab einen Emergency gekillt, damit nämlich sonst keiner reingeht, damit die alle rumdrehen. Auf jeden Fall gute Geschichte. Reggie kann jetzt noch dazu, ne? Ja, ist eine Frage. Komm hin. Kann mich irgendwer einladen oder ist Code hier? Code ist im Chat. Der Code ist noch der letzte, dieser DWK-YOF. Der Code ist im Klo. Ja, ist der 6. Post von unten ist der Code. Ich bin mal kurz weg, eine halbe Minute. Kriegen wir hin. Ganze halbe Minute. Bis dahin ist Reggie da. Die 30 Sekunden, die sonst immer hier in... Ist ja Wahnsinn, was wir hier für Laufkundschaft haben. Ne? Plötzlich wieder 10 Leute. Ja, das ist letzten Part mit 7 Leuten aufgehört und war nicht ganz sicher, wie wir weitermachen. Und noch überlegt, was wir machen, dann ob dieses blöde Hide and Seek. Sorry, Ricky, aber dieses blöde Hide and Seek. Ricardo hat Werbung gemacht in die Konfi, deswegen bin ich hier. Ja, nice. Weil Ricardo auch einfach gut ist. Ricardo kann das. Das ist das Einzige, wofür Ricardo anscheinend Zeit hat. No front. Der Meister fällt ja auch nicht vom Baum. Hä? So, bitte. Ja. Kollege. Ja, Kollege. Also ich bin wieder da, verwirrt. Perfekt, let's go. Jetzt hab ich mir schon wieder eine Kippe angemacht, so zum Kotzen. Oh Gott, dann schmeiß sie weg, sie ist ungesund. So. Ich komm rein. Oh Gott, ja. Naja. Der Oberlehrer. Schmeiß sie weg, ist eh ungesund. Nee, einfach runterschlucken und essen. Damit kann man so schön triggern. Hä? Ah, stimmt. Ist ja wahr. Hast du recht. Lifehack. Hä? Ach, geht. Hä? Ah, ja. Okay, verstanden. Ah, und schon wieder der Kollege hier. Schüpp, 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 schüpp. Nein! Schüpp, schüpp. Ja, da bin ich ja direkt am Start zum Drücken. Hoffentlich jetzt kommt keiner hoch und killt mich. Kann natürlich passieren. Okay, wer immer der Zweite war, man weiß es nicht so genau. Moin, Nico. Okay, Nico hat keinen Bock auf Killen. Scheint zumindest so. Zinni war gerade auf dem... Ich habe es jetzt nicht konkret gesehen, aber Zinni müsste es gesehen haben. Zinni müsste es jetzt gesehen haben, dass es bei mir ausgelöst hat. Also damit bin ich doch auf Lebensende clear.
Okay, wurde schon erledigt. Wo muss ich denn jetzt hin? Darunter. Komme ich denn da am schnellsten hin? So rum. Moin. Lol. Die ist einfach nicht mit reingekommen. Oh Mann. Das ist ja blöd. Blöd gelaufen, Zinni. Oh nee. Wenn die kommt. Ich kann mich mal. So, haben wir die alle auch. Machen aber auch scheinbar. Okay, Dani ist gefährlich. Nein. Du wirst mich hier drin nicht killen. Okay, du killst mich hier drin nicht. Und jetzt bin ich weg von dir. Oh, bin ich nicht. Krass, Laboratorium. So, also ich kann zwei Sachen sagen. Erstens, ich weiß, wann der gestorben ist. Also er ist ziemlich genau vor 10 Sekunden gestorben. Jo, den weil ich gerade noch gesehen. Die ganze Zeit am Vitals. Zweite Geschichte, ich kann Rasierer und Kollega ziemlich hart klären, weil ich den Visual Task habe machen sehen, nämlich das mit den Asteroiden. Weil wenn du Boss. Das machst, siehst du draußen an den Weapons, siehst du, wie das in die Luft schießt. Ja. Ah, krass. Nice. Ich wollte noch sagen, ich kann sagen, wir sind bald mit Task fertig und wir sind 9 Leute. Ja. Aber jetzt, du musst ja ein bisschen was killen, wa? Was? Also ich, und alleine ich habe davon noch 3 Tasks oder so. Also ich habe nicht sehr viele Tasks gemacht, weil ich ziemlich lange erweitert stand, muss ich zugeben. Ich bin so gut wie fertig, ja. Ich bin auch so gut wie fertig. Ist clear. Ich würde direkt skip-voten und weiter mit Tasks. Ja, und wie gesagt, Kollege und Rasierer sind meine Clears, also. Das Lustige ist, ich wollte noch Zuni nutzen, um zu sagen, Zuni hat gesehen, wie ich in dem Automaten drin stand und ich habe gesehen, wie Zuni in dem Automaten drin stand. Ich wollte noch Zuni nutzen. Ja, ist okay. Ja, halt. Nutz mal Zuni. Zuni Abuse. Ich wollte uns gegenseitig clearen und jetzt ist er der Tote. Das ist natürlich Schwachs. Ja, ich hab Ricardo gebotet, so wie immer. Ja. Also, wie macht gesagt, Sinn. Ich kann dazu nur sagen, der ist ziemlich kurz vor Ende der Runde, ist Zuni noch am Leben gewesen, aber ja. Ja, ich habe ihn auch gerade noch gesehen, deswegen bin ich gerade irritiert. Aber gut. Wir gewinnen über Task, kein Problem. Easy. Habe ich überhaupt noch Task? Ja, ich habe auch noch den einen Task. Läuft. Ne, hier ist der. Die Schieberegler, natürlich. Glor. So, jetzt müssen wir aber fix. Okay, ist auch schon aus. Ja, das war's, ne? Können wir noch ein bisschen Kamera gucken. Spannend. Okay, Dani läuft hier lang. Nico läuft. Oh. Da passiert gar nichts. Right. Aber was soll auch groß passieren, gerade im Bereich der Kameras? Na, das nicht. Geht die zwei schon wieder? Ach, die gucken auf das Vital-Ding drauf, ne? Ja. Ja, wann haben wir denn die Tasks bald mal durch? So viel kann es doch gar nicht mal sein. Dani, Nico? Maggie? Ah, jetzt. Okay, cool. Sehr cool. Wir müssen auf jeden Fall den Cooldown runterstellen und die Tasks auch verändern. Das war ja grauenvoll. Ey, Conan, hast du mich nicht gesehen? Ich war tot. Ich lag das war, hier. Das wo habe ich dich denn wieder übersehen, was?
Du standest da an den Camps und ich konnte da ganz entspannt Ricky für mein Gewissen noch killen und dann in den Vent verschwinden. Ja, aber das ist ja, das wusste Colin, weil er ja wusste, die Tasks sind fast fertig. Also ja, das schon. Habe ich nicht gesehen. Komm, er sagt doch einfach, du wusstest, dass du willst gewinnen. Oh, ey. Haben die Imposter einfach zu lange gewartet oder war es tatsächlich der Kill-Cooldown? Ich glaube beides schon. Also ich glaube, ich hätte mehr schneller killen müssen. Da hat sich bei mir auch nichts ergeben. Ja, Veit und ich, aber gefühlt zwei Minuten lang kein Kill und das war halt irgendwie, ja. Also ich hatte nach... Aber ich glaube, es wäre jetzt auch kein... Es hätte jetzt auch keinen krassen Unterschied. Ich kann nicht gemacht, mal mehr als fünf kurze Aufgaben machen. Das macht schon einen Unterschied. Also ich hatte halt... Ich kann nicht mehr als fünf kurze. Dann mach halt noch einen Kommentarscore oder so. Mache ich vier kurze und zwei lange. Ja, ich hatte halt noch einen Task übrig, hab beides geschaut und es waren noch alle am Leben, also von daher. Genauso ähnlich ging es auch und dann stand ich halt im Vitals noch rum und dann war irgendwann war der Grün tot und dann kam kurz danach der Report. Also ich glaube, ich hatte ein bisschen Unglück mit der, bis zum ersten Report habe ich irgendwie nur Leute getroffen, die zusammen waren und Lirum Larum. Okay. Aber das wäre schon, ich sag mal, ihr hättet ja auch, wenn ich einen gekillt hätte, hättet ihr ja trotzdem die Task fertig weitermachen können. Also. Und es war natürlich auch relativ am Fortschnitt, dass ich die ganze Zeit bei Weapons rumstand und gesehen habe, wie Kollega und Rasierer sich geklärt haben. Ja. Außerdem hättest du Leute gekillt, dann wären vielleicht mehr Sass geworden irgendwie, dann hätten wir mehr diskutiert und dann. Ja, macht schon Sinn, aber ich glaube, ein bisschen hochstellen ist, glaube ich, nicht verkehrt. 9 von 10 wäre fehlt? Ich hätte gern Na, wer fehlt wohl? Was sind nochmal Common Tasks? Aufgaben für alle. Tasks, die jeder hat. Die alle haben. Sowas wie Card Swipe oder diesen Schlüssel am Anfang. Oh, bitte nicht. Schlüssel am Anfang ist Card Swipe dieses das links nach rechts, was fünfmal nicht funktioniert? Ja, genau. Okay, nice. Du musst den genau den perfekten. Ja, aber den Card Swipe gibt's auf der Map hier nicht, soweit ich weiß. Doch. Hatte ich jetzt schon zweimal. Okay, ich hatte ihn hier noch kein einziges Mal. Wow, okay. Ja, Vote Ban. Wo ist der denn? Ist der auch beim Admin oder was? Ja, bei Vitals da. Aber wenn du der ist gleich daneben, wo du nur den Ausweis scannen kannst auch. Sean, was meintest du vorhin mit sag schon Jeopardy? Das irgendwie, da warst du auch Imposter, aber du hast irgendwie von dem Jeopardy-Task oder Simon Says hast du gesagt. Simon Says, das ist dieses, ins Geld ist das links, wo du den Reporter den Reaktor anschaltest, weißt du? Dieses, wo immer verschiedene Buttons aufleuchten und du musst danach kriegen. Gibt's das auf der Map tatsächlich? Oder Das ist bei Specimen, Okay. Aber dann hatte ich das noch nicht im Zerfolgen. Das gibt's wirklich. Aber das ist ein Long Task und wir hatten bisher immer nur einen Long Task, deswegen. Ja, okay. Das macht Sinn. Ja. Alles klar. Das ist ein Long Task. Ich dachte, Long Task ist vielleicht immer sowas, wo man mehrere hintereinander machen muss, so wie Wires. Simon Says ist ein Long Task. Ah, okay. Wires ist ein Common Task. Wires ist Common, ja. Ah, okay. Long Tasks sind Tasks, die wirklich einfach lange dauern. Zum Beispiel auch diese 60 Sekunden warten für. ich dachte, Long ist sozusagen, wird auf mehrere Teile aufgeteilt. Das ist dann das Long. Nee, Long. Ja, außerdem muss man. Die auf mehrere Teile aufgeteilt sind, sind fast immer Common Tasks. Ah, also okay. Den Umfang muss man auch mitberechnen und die Technik. Ricardo? Colin, das kennst du ja. Na dann. Wir sind jetzt 10 von 10. Lego. Okay, let's go. Ist Ricardo, oder? Alle da, ja. Ist Ricardo auch hier? Er sagt nichts mehr, deswegen. Ich bin da, ja. Ah, jawohl. Okay. Easy. Okay, lang ist's her. Ja, easy. Dass wir mal wieder Dings sein dürfen. Irgendwie viermal waren Counterfight und ich jetzt schon. Fake-Aufgaben, Büro, Karte ziehen, Heizraum, Wasser aufdrehen, Büro, Daten download, außen Temperatur aufzeichnen, O2 Müll entleeren, Landekapsel, Kurs bestimmen, Artenraum, Artefakte packen. Ich darf mich nicht sass verhalten. Es ist leider nicht einfach, mich nicht sass zu verhalten. Was tue ich? Da ist Nico. Lauf hier einfach durch und das ist allein halt schon scheiße. Ja, und wenn ich jetzt ihn gekillt hätte, ich wäre so, ne? Das wäre so komplett einfach direkt gewesen. Da ist Reggie. Was macht. Reggie tut, als würde er Tasks machen. Okay, cool. Boah, es ist so schwierig, wenn man einfach nichts tun kann, ne? Das ist so dieses. Wait. Ich wollte Licht. Ach, fuck. Da gehen schon welche hin. Aber das ging ja fix.
Das ging ja richtig fix. Da ist Dani. Kommt Dani mit rein? Scheiße. Boah, es ist so schwierig anzufangen mit einem Kill, Mann. Ich bin kein guter Imposter, wollte ich nur mal gesagt haben. In der Zwischenzeit hat Reggie wahrscheinlich einfach Millionen Leute erledigt. Ich meine, ich könnte ja auch mal versuchen zu wenden. Ich bin noch nie gewendet. Ich habe das noch nie genutzt. Hier will ich gar nicht rein. Da ist Xehanort, da ist Reggie. Killt Reggie jetzt Xehanort oder was macht der? Scheiße! Geh nicht da rein! Nein! Das tut mir jetzt leid, Conan. Ich habe das leider gesehen. Also Conan ist unten in den Raum, mit denen, wo man die Räder drehen muss, gegangen und ist wieder rausgekommen und danach lag da Kollega drin. Ich mag die Musik einfach nicht, sorry. Ich weiß das. Ich habe auch gesehen, ich war gerade in O2 bei dem Baumdingens da und ich weiß, dass Conan da unten war. Ja. Yeah. Ah, nee. Ich möchte dir mal kurz noch die Task erklären, die du eben nicht verstanden hast. Wer ist sie denn? Die mit dem Press Reboot. Was, Press Reboot? Diese Reboot, wo du die ganze Zeit an- und ausgemacht hast. Ach so, ja, sag mal. Da musst du nach 60 Sekunden wiederkommen. Das steht aber auch da, wenn man das liest. Das ist so ein. Ich hab das natürlich nicht gelesen. Ich hab das so wegen Dani halt gemacht, immer wieder an und aus und hab einen und dann irgendwann ging's plötzlich. Ach, das ist so ein Ding. Aber in der Runde, in der ich dir das geclaimt habe, war ich, glaube ich, auch im Poster. Aber ich wusste es tatsächlich nicht. Das ergibt natürlich Sinn. Okay, let's fucking go. Geh jetzt raus, Conan. Verpiss dich, du weichgespülter Nicht-Kollega-Fan. Wer hat denn Beef mit Kollega? Kenn mich da nicht so aus. Flair yeah. Hatte ja, mal. Ja, stimmt, ja. Heißt das noch Beef? Reggie hat als Einzige mit mir geskippt. Das war vielleicht heißt das super jetzt auch, sass. Ich hoffe, das hat keiner registriert. Vegane Nuggets oder so. What the fuck, Alter? Reggie hat als Einziger geskippt mit mir. Das war nicht gut. Ich hätte nicht skippen dürfen. Oh mein Gott, das hätte voll ins Auge gehen können. Wobei, dann wäre erst recht wahrscheinlich aufgefallen, dass er skippt. Dann wäre es wahrscheinlich erst recht aufgefallen. So, wie kann ich ihm jetzt helfen? Oh weia, jetzt ist er allein gegen alle. Das ist überhaupt nicht gut. Es tut mir leid. Was machst du da? Du bist Imposter. Du kannst hier nichts machen. Willst du ihn hier? Nein? Okay. Da macht er auch nichts. Oha. Schwierig. Ja, es ist voll schwierig als Imposter. Es ist so schlimm. So, wir machen mal Communications aus. Er geht kommen machen, oder was? Er geht kommen machen, okay. Aber jetzt kommen ja alle kommen machen. Oh, Stack. Ja, schade, kein Stack hier möglich. Shit, die Tasks sind gleich fertig. Was sollen wir tun, Reggie? Was sollen wir tun? Ich bin hilflos. Die Tasks sind halt echt gleich fertig. Ja, er hat keine Chance. Was soll er tun? Das ist auch gleich wieder aus, das Ding. Alle rennen sie hoch und er ist da unten. Ja, was... Was soll er tun? Ne? Zündi könnte er jetzt, aber es ist halt alles Mist. Weit ist hier. Aber jetzt geht er da. Ja.
Die Tasks sind sicher gleich durch, das ist das Problem. Muss die einfach daran hindern, Tasks zu machen, das ist das Ding. Muss sie daran hindern, Tasks zu machen, aber es geht so schnell, dass die das drücken. Es geht so schnell. Okay. Oh. Okay. Interessant, Self-Report. Ja. Stummschaltung aus. Das war in Admin. Ja, Admin, genau. Sonst habe ich jetzt aber niemanden hier gesehen. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass ich Xehanort gerade eben noch gesehen habe und dann müsste es ein Self-Report sein. Ist aber tot. Ja. Hm. Strange. Okay. Ich war ja, die waren beide in Deacon gerade. Ich war also ewig mit Shinny in Admin und Vitals, weil wir wahrscheinlich beide mit Task fertig sind und Shinny hat mich nicht gekillt. Ich war ewig mit Rasira jetzt eben in Security. Rasira hat vorher dieselben Tasks oder die gleichen Tasks wie ich gemacht. Ich habe Reggie einmal gesehen, er ist an mir vorbeigelaufen und irgendwie kurz stehen geblieben. Ich weiß nicht, was das war. Self-Report klingt irgendwie naheliegend. Ich glaube, wir können auch jemanden rauswählen und sorry, Reggie, aber... Ich sag mal, wir könnten auch skippen, weil wir sind 7 und die Tars sind wieder fast fertig. Okay, dann wir können auch Nico nächste Runde wählen und jetzt Reggie und dann sind wir fertig. Nee, Nico ist auf keinen Fall, den ich retten muss machen. Ich war ewig mit Sony, dann bin ich erst aus Admin raus, wenn dieses Seismic-Ding... Also wir können ja auch mal zusammenfassen, wer hat denn seine Task noch nicht fertig? Rasierer, ich bin noch nicht fertig. Okay, und wer noch? Also ne, oder alles, wer hat ich kann denn, aber auf jeden Fall Anthony und Falk clearen, also es muss Reddy sein. Oder halt, keine Ahnung, wer sonst. Dann ja, ich glaube, ich habe Reggie und Xehanort gerade eben noch in der Decon-Kammer gesehen. Ja, dann los. Sorry, Reggie, falls das falsch ist, aber das klingt schon krass. Ist auch egal, auch wenn Reggie kein Imposter ist. Naja, wobei, dann sind wir 6. Also, dann machen wir halt die Tasks fertig. Andererseits habe ich auch, ich war auch bei den Kameras und habe gesehen, wie Reggie einfach von der Task stand, aber verdammt lange. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie eine Draußen-Taste voll lange. Wenn er Imposter wäre, dann würde er nicht so lange rumstehen. Ja, aber er stand halt auch, er kam mir entgegen und stand dann da irgendwie 5 Sekunden rum. Wie gesagt, bis ich den Screen halt verlassen habe. Nahe liegen deswegen. Ja. Was machen wir jetzt? Den Reggie. Oder die Rübe. Den habe ich auch eben schon gesagt, als er noch gar nicht mitgespielt hat. Also von daher. Von daher war es klar, dass das ist jetzt. Ja. Self-fulfilling Self-fulfilling Prophecy. Das gibt's doch nicht, wie schnell! Wer war denn der zweite Imposter? Ich wollte eigentlich gar nicht reporten, das war aus Versehen. Wer war der zweite Imposter, der dem Musikgeschmack nicht gefallen hat? Conan, warum eigentlich in 50% der Fälle mich? Du warst halt gerade. Ich hatte so Druck, endlich anzufangen. Ja, war das Druck? Du läufst als Imposter die ganze Zeit rum. Du hattest mich hinter dir nicht gesehen, kann das sein, Conan? Weil du hattest auch bei mir. Du hattest ein bisschen Lag bei mir, also tatsächlich, du hast dich plötzlich neben mich teleportiert, aber ich habe dann trotzdem einfach angenommen, dass du aus dem Raum kamst. Oha. Ich habe noch so gesagt, oh, bitte lauf nicht runter, Report. So gedacht, oh, ich hasse Kollegen und dann... Ich habe gerade gar nicht mehr dran gedacht, dass wir Conan schon rausgebotet hatten. Ich war gerade auf dem Trip, dass wir noch 2 Imposter haben. Ja, voll. Ja, Ricky hat jetzt halt als absolut schwierig, nachdem ich schon raus war. Ich dachte jetzt, wenn wir jetzt einen voten und dann ist es ja nicht, dann haben wir 6 mit 2 Impostern, aber ist ja Quatsch, wir hatten ja schon einen. Ich bin halt 2 sind auch ein bisschen wenig, wenn wir zu 10 sind. Nee, 2 ist gut. Ich glaube, 3 wäre besser. Ja, wir hatten vielleicht vorhin auch als 2 Leute, hatten wir schon einige. Noch mehr Tasks vielleicht? Also das gerade mit Conan, das war halt auch wieder so ein typisches Ding, ne? Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, aber wir hätten ja auch wieder locker die Tasks hinbekommen, oder? Nein, ja, wenn der erste Imposter so schnell rausfliegt, dann ist das einfach schon scheiße für den zweiten. Ja, nee, es ist schon gut so, wie die Settings jetzt sind. Okay, dann los, nächste Runde, let's fucking go. Das Einzige, was ich überlegt habe, weil wir immer über Tasks und so, ob man ausstellt. Ja, mach mal die Visual Tasks aus. Outing! Stimmt, mach mal die Visual Tasks aus, das klingt doch gut. Ja, ich glaube, das ist fair. Das war, was ich fragen wollte. Das ist ein zu harter, das ist zu einfach teilweise für die Innocent. Hill Cooldown 5 Sekunden.
Ja. Okay. Dann letzte Runde für 0 Sekunden Part. Einfach draufmashen. Aber Rob, du warst echt immer noch nicht Imposter, ne? Das darfst du nicht sagen! Das darfst du auf keinen Fall sagen, weil dann passiert es nämlich gleich. Warte, ich sag's gleich nochmal, wenn ich sehe, dass wir es zusammen sind. Boah, du warst echt noch nie Imposter, wa? Machen wir erstmal die Karte. Das ist so ein, glaub, so ein Common Task jetzt wahrscheinlich. Warum ist das Landekapsel kursbestimmend den grün? Ach, weiß gemacht. die ich gemacht habe, sind ja grün. Ich bin auch so ein loster Mensch manchmal. Es ist so traurig. Moin. Ich mag die Dinger. Ich find's nur doof, dass man dann da noch hochlaufen muss. Ob du rächt sich jetzt an mir? Nein. Einmal nicht. Oh, das Ding muss ich starten. Okay. Ich kann Dani für diesen Kill clearen. Nur Respekt zu. Achso. Also, erstmal, das war im Specimen Room, ganz unten rechts. Respekt an die Antwort. Also, diesmal war es kein Versehen, aber ich habe niemanden gesehen. Gekillt, würde ich sagen. Wo war's? In Specimen, okay. Ja, ich kann auch Ricky clearen. Ich habe irgendwie gesehen, dass er da so einen Task macht, hab dann gewartet, dass er damit fertig ist und wir waren dann die ganze Zeit zusammen. Und wir haben gesehen. Ich glaube, Conan ist ja, es. Wir haben gesehen, ich kann Rob schon clearen. Etwas länger. Also, ja, danke. Könnte 20 Sekunden, 30 Sekunden schon tot sein, der CR. Mal gucken. Weil Robcho war mit mir die ganze Zeit im Laboratorium. War denn irgendwer anders noch im Special Man Room? Nee, aber Reggie, wovon bist du gekommen? Von oben oder von links in Specimen? Von Laboratory. Von Lab. Ist es bei Lab? Ja, ich hatte da Leute gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Das ist das Problem. Ja, ich habe einen gesehen, ganz, aber ich. Kollege und Farid Bang. Das war Kollege und Farid Bang. Ja. Die zwei geilsten Rapper. Jung, so die Szene, wie zwei fleißigen Blätter. Haben wir sonst welche Informationen? So, spielt jemand anderen? Oder du war Mann. Brutal. Jung, brutal, dächtig, zwei. Nein, Stirnacken-Kommando. Rasierer hat erstaunlich lange gebraucht, um Lights zu fixen, aber das kann auch. Ja, ich habe mich einmal kurz verdrückt. Tut mir das leid. Das heißt, wir wollten von, ne? Ja, let's go, let's go. Ah, okay, noch können wir skippen. Habe ich auch gemacht. Nein. Ich auch, okay. Ist doch klar. Und das, obwohl du den Self-Report gemacht hast. So, okay. Okay, Dani, jetzt aber. Schön weiter Tasks machen. Jetzt kann ich den Minuten-Task da oben wahrscheinlich abschließen. Das wäre sehr praktisch. Okay, Kollege und Nico. Also halt, Robcho und Nico. Obchu ist eigentlich für mich echt. Ja, mach ich gleich. Chillt. Obchu ist eigentlich für mich echt safe. Weiß nicht, ob ich da zu voreilig bin. Aber er ist für mich relativ sehr. Ja, scheinbar geht da keiner hoch oder was ist los? Okay. Obchu und nie. So, ich muss da runter. Counter und Dani. Weit. Irgendwann wird es hier. Jetzt ist er da reingelaufen. Zünni, lauf raus. Seh mich. Danke. Das Oha, war's. Was? Das war's. Warte. Conan war unten. Was? Conan war 10 Sekunden vorher bei uns beiden. Das war's. Ja, alles klar. Das muss doch ein Self-Report sein. Dani und Ricardo, okay.
Ja, Veit hat reportet! Also, ich dachte, Zinni hat reportet! Irgendjemand hat da gerade gestanden, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer da war noch. Ich war dann noch über den Wasserrädern. Oh. Und kurz vorher sind die Türen zugegangen. Ja, stimmt. Können wir bestätigen. Genau. Ich dachte, Zinni hat reportet. Nein, Veit hat selbst reportet. Zinni oder Veit müssen es dann sein. Eben. Mann. Entweder Zinni. Naja, es kann auch sein, dass die Person rausgegangen ist und hinter sich die Türen zugemacht hat, was der klügere Move wäre. Oder in O2 ins Vent oder so, keine Ahnung. Das könnte auch sein. Das kann auch sein, ja. Also ich denke, ich kann Kollege Klion, weil wir zusammen... Das ist ein Satz, den hat man, glaube ich, noch nie gehört. Taigo Klia, Kollege Klia, Hauptsache Italien. Ja, keine Ahnung, scheiße. Ja, aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Colin ist halt echt gestorben, 10 Sekunden, nachdem er an uns vorbeigelaufen ist. Oder wurde reported, sagen wir es so. Ah, nee, er muss ja gestorben sein, jetzt vorbeigelaufen. Ich war ja immer eine Trollbombe. Er kann nicht gestorben sein, weil er lebt ja noch, ne? Ach, echt? Ja, vielleicht hat Colin einfach versucht, den Bombenbag auszusprengen. Und sehr gut. Also er kann sich nicht verteidigen, weil er tot ist. Sehr gut. Er verteidigt sich aber in der Aufnahme, das ist das Problem. Zinni, hast du... Ja, kann drüber lachen, danke schön. Ja, wie er sich gemutet. Also, du hast vergessen zu sagen, Respekt an den Imposter. Also, Zinni und Veit, ihr müsst nochmal irgendwelche ein bisschen mehr Details geben. So. Ja, was soll ich denn sagen, außer dass er da lag und tot Zinni war? Ja, was hast du denn so Schönes gemacht, zum Beispiel? Ich war gerade auf dem Weg nach, nach O2, wo wahrscheinlich... Dieser Baum. Zinni, deck ihn auf, deck seine Lügen da. Auf, dünn Zinni. Tu es. Und was ist das? Können zu töten. Was? Die Schwuchtel sagt was? Hallo. Zinni, deck seine Lügen auf. Sorry. Okay, Zinni. Und Zinni, was hast du gemacht? Ich habe erst die Wasserräder gemacht, da lag noch keine Leiche da. Dann habe ich Luftflaschen aufgefüllt. Und dann lag die Leiche da. Und Veit kam von rechts drüber runtergelaufen. Richtig. Und hat dann reportet. Wenn er sagt, er wollte zu O2, passt das nicht zusammen. Also die Leiche lag schon, bevor Veit reingekommen ist. Oder wie meinst du das? Also ich habe die Leiche gesehen und wollte reporten. Und dann kam Counterfeit noch von oben rechts und hat... Also, aber scheinbar hat Zinni dann nicht registriert, dass Counter kurz dass zu ihm reingelaufen ist. Der war ja bei ihm drin hat, sogar. Aus dem Luftflaschen aber, wir haben ihn nicht gesehen, ja. Und wir haben nur gesehen. Wen wollten wir? Zinni oder Veit? Ja, ja, wir können auch skippen. Aber wo wart ihr denn überhaupt? Wir waren oben. Mist! Und sind zu viel Skips. Electrical, glaube ich, da oben rein. Ah, und da zu viel Skips, scheiße. Wir einen Task gemacht haben. Na warte, Veit, na warte. Okay. Hier habe ich noch einen Task, ja, habe ich noch. Wir werden gleich Veit verfolgen, den Rest des Spiels, aber erstmal natürlich Tasks beenden. Oh, was ist das denn? Oh, das kenne ich noch gar nicht. Ach, hier. Hä? Ach so. Oh, jetzt nochmal, okay. Jetzt geht es hier oben weiter, oder was? Aha. Water. Ah, das ist auch wieder so ein Doppelding. Oh, danke. Oh nein. Oh, das ging aber schnell. Oh nee. Nein, nicht da, ihr Wichser. Nicht da, nicht. Okay, Veit, explain yourself. Ich kam gerade von oben. Runter und hab gesehen, wie Nico zu der Leiche gerannt ist und wahrscheinlich auch reportet hat. Also ich. Ja, aber okay. Ja, ich kam auch. Na gut, ich kam aus dem Baum. Es könnte tatsächlich sein, dass du von oben gekommen bist. Ja. Fuck, ich war mir jetzt 199% sicher, dass du das warst, weil du halt da neben der Leiche quasi rumgerannt bist. Aber es könnte. Hast du denn die Leiche gesehen? Nö, ich hatte auch, glaube ich, noch keinen Knopf. Beziehungsweise okay, ich kann nicht sagen, ob ich einen Knopf habe, weil ich da eigentlich selbst... Das ist schon sehr strange. Also wenn Veit den Kill nicht gemacht hat... Veit ist entweder... Warum willst du mich?
Tide ist entweder ein schlechter Crewmate oder ein schlechter Imposter. Nee, das ist böse. Aber. Ja, aber jetzt sollten wir eh niemanden voten. Doch. Es sind zwei Imposter da. Wenn wir nicht wählen und ein Double Till. Könnten wir schon. Also, wenn es nicht falsch wenn war, dann wir jetzt den falschen voten und ein Double Kill kommt, verlieren wir. Wenn wir jetzt nicht voten, können wir nach dem nächsten Kill voten. Ja, ist korrekt. Stimmt. Ja. Zuni ist der Schlaue hier, Leute. Ich glaube, also, Fight ist trotzdem sehr sass. Ja, ich glaube, ist. Für mich er war jetzt bei zwei Kills daneben. Also, wenn wir beim nächsten Mal nicht mehr Infos haben, dann werden wir halt voten. Aber... Nico, er ist dächtig. Ja, dächtig, sorry. Er kommt noch raus, er kommt noch raus. Aus. Okay, wir haben aber gleich unsere Tasks durch und dann haben wir unser Soll schon mal erfüllt. So, that's it. Ja, das war's. So, mein lieber Veit, dir folge ich jetzt. Veit geht zu Counter. Geht er nicht. Okay, Rasierer ist tot. Rasierer ist nicht tot. Warum hat er sich jetzt nicht getraut? Oder die sind... Na, das kann nicht sein, wenn die beide da hingehen als Imposter. Das wäre komisch. Ich meine, der zweite Imposter fehlt noch. Das ist das Problem. Wer läuft hier? Es ist... Das ist das Ding. Du läufst als Imposter, läufst du rum wie ein Vollidiot. Ist halt echt so. Man merkt wirklich, dass man überhaupt nicht gezielt rumläuft, wenn man einen die ganze Zeit... Oh ja, Kollege läuft hinterher. Und Kollege ist es definitiv nicht. Das heißt, Esther Robtsch ist es definitiv nicht. Der hat einen Verdacht. Problem ist, Fight kann ihn töten und er nicht. Was? Sunny? Robtsch macht es immer. Wenn einer verdächtig ist, dann rennt er dem hinterher die ganze Zeit. Ist voll lustig. Davon bei mir ja auch die ganze Zeit gemacht. Aber ich meine, wenn er jetzt alleine da rein... Ja, aber jetzt ist er ja tot. Okay. Was war... Oder ist... Ja. Ich wollte es gerade sagen. Wohin geht er? Scheiße! Ich war fast fertig, ne? Ich wusste, dass es Fight ist und ich hab gesehen, Fight hat die Leiche nicht reportet, aber es hat nicht schnell genug gecheckt. Hast du nicht gesehen, dass Fight sogar kurz zu dir in den Raum rein ist? Wahrscheinlich, weil der Task drüber war, ne? Nee, hab ich nicht. Der ist zu dir in den Raum rein, hat wahrscheinlich gesehen, da ist einer, dann ist er schnell einmal außen rum gelaufen von oben runter und dann hat er reportet. Er reportet die Leiche nicht und ich check's zu langsam, ey. Das ist ein safer Win für uns, dachte ich schon. Ich find's sehr nett, dass mein nächstes potenzielles Opfer mir schön die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, bis ich dann so schön in der Einsamkeit war. Die Leiche und der Reporting, ich sag, warum reportet er? Oh fuck, und dann hat er mich gekillt. Aber was witzig ist gerade eben... Der Kollege ist der andere Imposter, weil er ihn die ganze Zeit verfolgt hat. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Das war eine halbe Sekunde, ey. Ich würde doch jetzt... Robby, du lebst gefährlich, wenn du immer dem Imposter hinterherläufst. Aber okay. In Zukunft voten wir einfach Fight raus, wenn Fight. Aber Nico, als du gerade Fight gesehen hast, als er mich gekillt hat, vermeintlich, war das Rasierer und der ist dann halt einfach in einen anderen Raum. Ja, abgehauen. Das fand ich auch absolut ehrlich. Ich hab mich versteckt. Ah, okay, das gar nicht Fight. Nee, ich war es eben nicht. Ja, das war Wahnsinn. Scheiße. Drei Kills war Fight und dann hat Rasierer auch mal was gemacht. Das war dann ziemlich gut von Rasierer, muss man sagen. Ja, richtig. Das Problem war, dass dann gerade Fight da kam. Wenn Fight nicht gekommen wäre, dann wäre das noch besser. Ich habe Dani aus den Augen verloren und dann war er nächste Runde einfach tot. Wobei Fight jetzt sich. Aber das war trotzdem nice, Ricky. Das war richtig nice. Und danach habe ich dasselbe mit Nico gemacht. Dann habe ich mich von Nico getrennt und wurde dann einfach bei der Kamera von Rasierer einfach erschossen. Rasierer ist so ein bisschen der Pärchenkiller. Ja, Rasierer müsste eigentlich benutzen. Okay, nächste Runde oder was? Erstmal neuer Part, weil wir sind bei 1:05. Achso. Ja, dann machen wir jetzt. Insofern geil. Wollt ihr den Abschluss machen vom Part? Ja, jetzt macht's euch. Ihr quatscht mir so, eh mal rein. So, da endet die Aufnahme.
Super Schluss, alle reden durcheinander. Perfekt. Tschüss. Kollege sagt ja auch.